Hallo Ina. Ja, hallo. Ja, gestern war ja das Internet so nett und hat dich nochmal getestet, ob du wirklich online arbeiten möchtest. Ja. Und jetzt haben wir einfach gesagt, jetzt überlisten wir das Internet, weil du willst auf jeden Fall online arbeiten und es gibt keine Geschichte, die ich mir davon abbringen kann. Und deswegen machen wir jetzt dieses Zweiergespräch hier beide, denn wir wollen ja beide auch erzählen, was in den letzten 3 Monaten in dem Geldmagnet Mastermind gelaufen ist. Weil viele können sich das ja gar nicht vorstellen, wenn man nie in so einem Mastermind war, wenn man sich nie geöffnet hat für sowas, ist es tatsächlich schwierig, sich vorstellen zu können, dass das was Tolles ist. Wie ging es denn dir am Anfang, Ina? Ja, ich bin immer sehr mutig am Anfang, ja. So, ich selber bin ein, würde schon sagen, ich bin ein sehr, sehr mutiger Mensch, aber wenn ich so den ersten Schritt getan habe, dann verlässt mich das schon mal. Dann denke ich, oh Gott, was hast du dir denn jetzt schon wieder angetan? Und dann kommen alle möglichen Selbstzweifel und ja, mein Hirn erzählt mir ganz viel Mist und Bullshit und ja, und da habe ich aber Durchhaltevermögen. Dann lasse ich mir das erzählen und denke so, und jetzt mache ich es doch so, wie ich es will und mache es einfach weiter. Und ich habe so ein ja, das zu den Glaubenssätzen komme ich gleich. Ja, wenn ich dann so diesen ersten Panikgedanken dann hinter mich gebracht habe, nachdem ich es angefangen habe, kann ich mich sehr gut drauf einlassen. Dann lasse ich mich wirklich drauf ein. Ja, Wie und dann. war das für dich mit mehr oder weniger, ich glaube, 18 unbekannten Leuten plötzlich auf Tuchfühlung zu gehen und dich zu öffnen? Es waren ja Das, hauptsächlich Frauen und einen mutigen Mann hatten wir dabei. ja, da ist erstmal ist nicht so mein Thema. Damit habe ich mich schon sehr auseinandergesetzt, muss ich sagen. Da bin ich auch ein Vorreiter, muss ich wirklich sagen. Da bin ich ein Vorreiter und trotzdem bin ich an Themen gekommen im Laufe des Seminars, wo ich da auch an meine Grenzen gekommen bin. Aber so grundsätzlich bin ich da eher in Vorreiterfunktion. Ich habe, das ist nicht mein Thema, mich zu zeigen, auch in meiner Schwäche und auch zu sagen, was ich nicht kann. Dann kommen wir gleich mal zu der Hauptschwäche, die du bearbeiten durftest. Weil die war essentiell. Also, das hat quasi deinen Träumen und deinen Wünschen, ja, hat sie quasi alle Luft genommen, diese Schwäche. Was war das? Erzähl mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst. Ja, die Schwäche über das, was du wirklich bist, was du sein Ah, darfst, dir zu erlauben, in deine wahre, dir zu erlauben, in deine wahre Identität zu kommen. ja, also da, ich muss sagen, als ich mich damit befasst habe, so was ich denn wirklich will, da bin ich tatsächlich in eine Krise gekommen. Das war kein schönes Gefühl. Hört sich sehr paradox an. Ich befasse mich mit dem, was ich will, und komme in die totale Krise. Ja, passt ja eigentlich überhaupt gar nicht zusammen. Aber es war tatsächlich so. Und ich denke, das ist der Grund, warum man sich nicht mit diesen Dingen beschäftigt, weil dann ganz viel kommt, was vermeintlich dagegen spricht, ja, da kommt man mit seinen ganzen Glaubenssätzen, mit Schuldgefühlen, mit ja, was eben in dem Moment für die jeweilige Person dran ist, damit kommt man in Kontakt und das war nicht schön, das war nicht schön und dafür war diese Mastermind-Gruppe wirklich extrem gut, dass wir uns regelmäßig getroffen haben. Ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich es wieder nicht gemacht, ja. Ich habe so eine große Angst davor gehabt, das dazu zu stehen, was ich bin und was ich will und zu meinen Talenten. Die Angst war wirklich übermächtig und ich empfinde mich schon als mutigen
als mutigen Menschen. Ja, und da hat es mich echt erwischt. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir in der Gruppe waren, dass ich gesehen habe, dass die anderen in ähnlichen Positionen waren, genau wie ich. Und da haben wir uns alle in der Gruppe gestärkt, einfach durch unser Dasein. Wir hatten ja alle die gleiche Thematik. Das ist schon Wahnsinn, oder? Ja. Man sollte meinen, dass es nicht so schwierig ist, sich klar zu werden, was man wirklich möchte im Leben. Und dabei ist es eine der schwierigsten Aufgaben, glaube ich, die wir als Menschen zu meistern haben, aus dieser alten Identität uns die Erlaubnis zu geben, in eine Identität einfach nur mal hineinzuschauen als allererstes, die sich eigentlich gut und richtig für uns anfühlt. Diese Erlaubnis, sich zu geben, ist ein richtiger Prozess. Ja. Was stand denn alles bei dir dazwischen? Was musstest du alles wegräumen, wenn man das mal so in bildlicher Sprache sehen kann? Ja, Glaubenssätze über mich und so ein Glaubenssatz, dass ich online gar nicht kann und dass ich kam einfach mit Dingen in Kontakt, die ursächlich gar nichts damit zu tun haben. Und das finde ich auch hochinteressant. Das merke ich also eben auch ganz oft bei meiner Arbeit, dass Dinge hochkommen, die mit dem Thema nicht wirklich was zu tun haben, die einen aber davon abhalten, dahin zu gucken. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich dessen annimmt, was da hochkommt. Ja, es kommen, aber nicht, um sich da drin zu vergraben, sondern es zu bemerken und dass das da ist und dass das auch ein, wie soll ich jetzt sagen, so ein, sowas ist, was einen davon abhält, was aber nichts damit zu tun hat. So meine Technikangst, ne? Mein Glaubenssatz. Ich kann nicht mit Technik umgehen. Ich hatte einen Glaubenssatz, ich bin eine technische Niete. Und mit solchen Sachen habe ich mich dann befasst. Und dann sind hier auch bei mir zu Hause sehr viele Dinge kaputt gegangen. Mein Internet hat nicht funktioniert, was im Moment auch noch nicht so ganz stabil ist, wie ich gestern gesehen habe. Mein Laptop hat gesponnen und ich habe alles ich kam in Programme nicht mehr rein. Selbst in der Anstellung, in der ich bin, ich arbeite zurzeit noch in einer psychosomatischen Klinik und da musste ich so eine Aufgabe erfüllen, dass ich was online über E-Mail und sowas lösen musste. Und ich kam einfach nicht da rein. Und ich wusste doch, dass ich einfach zu blöd bin dafür. Ja, und dann kam der Techniker und hat mir dann wirklich ganz klar erklärt, du bist nicht zu blöd dafür. Das Programm funktioniert hier auf dem Rechner einfach nicht. Aber was da mit mir abgegangen ist in dem Moment, ja, ich habe alles auf mich gezogen, auf mein Unvermögen. Und so weiter. Da war ich aber ja dann wieder beschäftigt mit vielen Dingen, dass ich mich nicht mehr um mein ursächliches Thema kümmern konnte, das ja hieß, beschäftige dich mal mit dem, was du wirklich willst. Ja, und sowas ist hier zu Hause passiert. Da passierten persönliche Dinge, es hat geklingelt, ich lasse es jetzt einfach klingeln, da passierten einfach persönliche Dinge, um die ich mich mal vermeintlich kümmern musste, was aber gar nicht meine Angelegenheit war. Und ich habe gemerkt, was das mit mir gemacht hat, das bei dem anderen zu lassen und obwohl es meine Familie betrifft, zu erkennen, es ist jetzt nicht dein Thema. Du hast jetzt dein Thema zu lösen. Und das waren schon große, große Herausforderungen für mich. Und ohne das Mastermind wärst du wahrscheinlich... Was klingt? Wir haben heute aber auch Faktoren. Ja. Sehr. Aber ohne das Mastermind wärst du immer wieder abgelenkt worden. Ja, so wie in all den Jahren vorher auch. Es gibt immer im Außen was extrem Wichtiges, was auch wirklich wichtig ist. Und da darf man sich entscheiden. Für mich oder für die anderen. Und ich durch diesen Mastermind konnte ich wirklich ganz oft, nicht immer, aber mich ganz klar für mich entscheiden. Und, ja, und einfach auch dir selber die Erlaubnis mitgeben, dass du dich halt committed hast dafür, oder? Das war ja auch so wichtig, einfach zu sagen, hey, das ist jetzt mein Kurs, das ist jetzt nicht irgendwas, was man
weniger macht, sondern Priorität ganz oben. Ja, das ist. Das macht man natürlich nicht, wenn man mit sich allein unterwegs ist, oder? Nee. Nee. Da lässt man andere Prioritäten immer wieder sich dazwischen funken. Genau, was ja auch ein wichtiger Faktor ist, wie schön ist es denn, wenn man gebraucht wird, ne? Das ist natürlich auch, für mich war das jetzt zum Beispiel ein wichtiger Faktor, ne? Geliebt zu werden und ja, wenn ich mich um die kümmere jetzt, dann ich bin ja so gut und ich bin ja so furchtbar schrecklich gut und gut zu anderen. Ja. Das sind einfach Themen, mit denen ich so konfrontiert wurde. Und ja, natürlich noch ein ganz, ganz großes Thema über das, was du kannst oder was du eigentlich schon immer tust. Ja. Wo du schon immer so gut bist für andere auch, aber für dich selber anzuerkennen, dass das wirklich toll ist, was du kannst. Ja, ein bisschen eine Hausnummer. Ja, oder das eine erstmal anzuerkennen, aber das schon immer so ein bisschen zu deckeln und dann dazu den Wert dazu zu erkennen für das, was ich tue. Ja. Und immer noch eine Schippe drauf und immer noch eine Schippe drauf, damit ich auch wirklich gut bin. Ja, dass ich auch, dass das wirklich alles perfekt ist. Ja, und noch eine Schippe drauf und die Zeiten nicht einhalten und mich total verausgaben. Um zu beweisen, was schon lange bewiesen ist. Ja, genau so ist es. Ja. Warst du schon, was weiß ich, wie viele Jahre? Wahrscheinlich schon im zweistelligen Bereich. Hast, dass etwas ist, was aus dir herauskommen darf, um andere Leute zu helfen und zu unterstützen, und zwar deine Tätigkeit als Heilerin. Du hast schon so viele Menschen geheilt. Also das zu sagen ist, ich bin eine Heilerin, das jetzt so zu sagen, das mache ich erst seit kurzem, ganz ehrlich. Und ich weiß, dass ich schon viele Jahre Namen suche für das, was ich tue. Und habe mich immer hinter der Schulmedizin versteckt, aus der ich ja komme. Ich habe letztendlich als Arzthelferin mal angefangen und bin dann viele Wege gegangen und bin eben auch Heilpraktikerin. Und ich brauchte immer Titel im Außen, die anerkannt sind, die nicht an meine Arbeit zweifeln ließen. Aber ganz ehrlich, ob ich Heilpraktikerin bin oder nicht, das sagt überhaupt nichts über meine Fähigkeiten aus. Ne? Das sagt aus, dass ich mal sehr viel gelernt habe und da eine Prüfung bestanden habe und einen extremes medizinischen Wissensstand zu dem Punkt X hatte. Das beweist das. Aber das beweist nichts darüber, wie ich mit Menschen umgehen kann, wie ich mich einfühlen kann, in welche Art ich meine Arbeit tue. Ne? Vor allem hat es nicht mal dazu gereicht, dir selber zu beweisen, dass du wirklich gut bist. Du hast all diese Titel und Ausbildungen gesammelt, all diese Weiterbildungen und so weiter. Aber du hast die zwar gemacht, weil du dachtest, du brauchst sie, damit andere dir glauben, aber letztendlich hast du dir selber nicht geglaubt. Genau. Und genau, das ist ja eine unglaubliche Krux, die einfach den Unterschied für alles macht. Weil wenn du dir selber nicht glaubst und vertraust, dann kann dir die Welt vertrauen und glauben, es nützt dir nichts. Nee, und ich finde aber auch im Außen ständig Beweise dafür, warum ich mir jetzt nicht glauben kann, ne? Ist ja ganz klar. Ja, weil du dir ja nicht glaubst. Und dann nützen dir alle Titel und Ausbildungen und Zertifikate, nützen ja nichts. Nee, genau. Genau. Erzähl noch mal ganz kurz, was den Shift gebracht hat für dich, dass du aufmerksam wurdest. Boah, ich glaube, das kann ich so, es gibt gar nicht so den Punkt. Das war das war doch der im Urlaub, wo du erzählt hast im Mastermind. Ach so, das. Der junge Mann plötzlich etwas in dir gesehen hat, wo du plötzlich gemerkt hast, wow, das ist ja wirklich ich, was der sieht.
Ja, ganz genau. Ich vergesse das so schnell und ich glaube, das machen ganz viele, dass solche Dinge in Vergessenheit geraten, was so ganz wichtige Punkte waren. In meinem Urlaub, der nicht spirituell sein sollte und wo ich einfach nur mal mir erlaube, Spaß zu haben, ohne dass da was anderes im Hintergrund steht. Und der war letztendlich doch ganz anders. Sehr schön. Es sollte ein Sporturlaub sein mit Wasser und mit Bergen. Und da habe ich mit einem jungen Mann, der mein Sohn sein könnte, guten Kontakt gehabt. Und wir haben sehr viele, sehr gute Gespräche geführt. Und der hat mich immer nach meiner Arbeit gefragt. Und dann habe ich immer gedacht, meine Güte, warum fragt er mich das die ganze Zeit? Ich will mal einmal nur Spaß haben. Und wobei das hochinteressant war, mich mit dem zu unterhalten. Und der hat immer wieder gefragt und gefragt und nach Spiritualität und nach, über was ich denn da tue. Und da habe ich eben noch das Wort Kraniosakraltherapie benutzt, weil das auch so ein Begriff ist, den man gut benutzen kann. Und für mich so gedacht. Und der hat immer weiter gefragt und immer weiter gefragt. Und irgendwann habe ich den dann gesagt, sag mal, Franz, warum fragst du mich das eigentlich die ganze Zeit? Und dann hat er mir von seiner Mutter erzählt, der kommt aus einem Beruf mit sehr viel Technik und sowas alles. Und der sagt, ja, meine Mutter geht immer zu Heilern. Und ich möchte die einfach verstehen. Die hat mir gesagt, da finde ich das, was ich suche. Und ich habe nie verstanden, was die dabei findet. Die hat es mir immer erklärt und ich habe es nicht begriffen. Und jetzt sitzt so eine Heilerin vor mir und ich will jetzt mal von der wissen, es läuft mir gerade den Rücken runter, ich möchte jetzt von der mal wissen, was denn da abgeht. Und da habe ich den angeguckt, ich konnte überhaupt nicht mehr zuhören, ich habe überhaupt nicht mehr begriffen, was dieser junge Mann mir da gesagt hat. Und da ging es auf einmal Klick. Ja, der hat mich als Heilerin gesehen, obwohl ich das Wort nie benutzt habe, sondern ich habe nur von der Art und Weise berichtet, wie ich halt arbeite. Und der hat sich absolut dafür interessiert. Letztendlich auch, um seine Mutter zu verstehen, an der er offensichtlich sehr hängt. Ja, und das hat bei dir den Shift gebracht und das hast Ja. du uns im Mastermind erzählt. Und dann, ja genau, wir hatten noch ein 1:1-Coaching, das hatte ja jeder auch noch, ein Ja. privates Coaching bei mir. Und dann habe ich zu dir gesagt, Ina, es gibt keine Zeit, es gibt keinen Raum, es gibt keinen Ort, das weißt du. Also geht es auch online. Und Ja. dann hast du gesagt, okay, ja, logisch, eigentlich sollte das so sein. Und dann hast du dich bereit erklärt, für uns eine Gruppenheilung zu machen in dem Mastermind. Und das war extrem heftig. Alle hat es geflasht von der Energie. So, Ja. das war also für dich selbst auch. Ich glaube, mich hat es am meisten geflasht, weil ich von dieser hohen Energie, die wir ja letztendlich alle zusammen dann erzeugt haben, wirklich geflasht war, ne? Und dass das so möglich war und dass ich auch so die Gruppenenergie so mitgehalten habe, dass alle mitkonnten. Ja, das war schon wirklich ein super, super Erlebnis und das war auch ein Schlüsselerlebnis für mich. Das ist Ja, und dann eben. hast du natürlich auch noch allen anderen im Mastermind angeboten, mit ihnen Einzelsessions zu machen, um auch Ja. zu üben. Und jede Einzelne, mit der du gearbeitet hast, ist absolut überzeugt gewesen, Ja. dass die Sitzung sie weitergebracht hat, dass es ihr absolut geholfen hat, obwohl jede von diesen Frauen ihre eigene Meditationspraxis hat, obwohl jede von diesen Frauen quasi selbst Energiearbeit macht. Ja. Und auch ich durfte in den Genuss von einer Sitzung kommen. Und ich muss einfach sagen, es ist fast nicht in Worte zu fassen, dass wenn jemand wie du diese Energie zulässt und kanalisierst. Das ist
einfach, keine Ahnung, wie soll ich sagen, Gourmet hoch 2000. Danke. Ja. Ja, und deswegen ist es für dich jetzt einfach weiterhin wichtig, diese Erfahrungen zu kriegen und auch ja, noch mehr rauszugehen auch für dich und noch mehr dieses Standing zu bekommen und möchtest natürlich dir auch jetzt nebenbei deinen Wirkungskreis vergrößern und deine Geschenke mehr Leuten zugänglich zu machen. Deswegen hast du dir ein Angebot ausgedacht. So, erzähl mal. Ja, mein Angebot sieht so aus, dass ich, jetzt haben wir kurz vor Weihnachten, also dass ich jedem, der sich bis Weihnachten meldet, eine Sitzung, eine Heilsitzung mit Coaching gebe. Das ist so ein Zeitraum von 60 bis 75 Minuten, dauert das ungefähr, geben möchte zu einem Betrag von 50 Euro. Und das dient dem Kennenlernen, ob das eine Vertrauensbasis sein kann. Und ja, das soll so ein erster Impuls sein, weil im ersten Impuls kann man schon ganz, ganz viel erkennen. Und ich habe erkannt, dass oder schon erfahren dürfen, dass in ersten Sitzungen schon auch ganz viel Heilung passieren kann. Das kann ich aber nicht voraussagen. Ja, das passiert das, was passieren soll. Ja, und ich habe es aber ganz oft erfahren, dass Menschen, die eben das auch zugelassen haben und das, ja, und vom Verstand sagt man immer, ja klar, lasse ich das zu, aber die Seele muss auch mitgehen, ja, das Unterbewusstsein, die Seele muss sich öffnen dafür. Und ja, dann kann schon Großartiges passieren. Und da sind schon wirklich, habe ich mit Menschen gearbeitet, die nach der Sitzung ja ganz weniger Schmerzen hatten, extrem weniger Schmerzen hatten. Und das soll jetzt kein Heilversprechen sein, weil das kann ich nicht voraussagen. Und es kommt immer auch auf die Thematik des anderen an. Oder andere hatten halt auf einmal die Idee, die wussten auf einmal, um was es geht. Und das passiert meistens so in so einer Wechselwirkung, dass ich mich kontaktiere mit dem Höchsten, was der Mensch ist und kann das Licht fühlen, also das Hohe fühlen, ohne vielleicht Einzelheiten zu sehen, die ich auch ganz oft sehe, aber das ist auch nicht vorauszusagen. Und dadurch hat mein Gegenüber eben die Möglichkeit, Kontakt damit aufzunehmen, mit seinem höchsten Sein, mit seiner Seele. Und in dem Moment findet so eine Form von, ich würde das mal wie Entspannung bezeichnen, ja, man kommt in einen anderen Zustand und in dem Moment, wo man lässt man los und man kommt in einen anderen Seinzustand eben im besten Sinne und da kann vieles abfallen. Da kann vieles abfallen und das sind dann Schritte der Heilung. So, und das sind so dann, das sind oft die Impulse, das Erste, was passiert. Ja, und danach darf dann natürlich noch mehr passieren. Und das passiert dann oft in Gesprächen, in Coaching-Gesprächen und in erneuten Heilsitzungen. Aber das ist dann so erstmal das Erste, das ist so der Impulsgeber. Und was ich auch für mich selber gelernt habe, ist, man kann sehr, sehr viel erreichen alleine in seinen Meditationen. Aber wenn man eine Person hat, der man vertrauen kann und wo man sich öffnen kann, dann wird das potenziert. Das ist einfach so. Und das ist auch, ich meine, deswegen gehen ja auch so viele zu den Retreats von Dr. Joe Dispenza, weil diese Masse an Menschen, die ihr Herz öffnen und Energie strömen. Du warst ja auch selber in Bonn am Retreat. Es geht wirklich darum, dass wir zulassen können, uns mit dieser göttlichen Energie, die wir sind, die unsere Seele ist, komplett zu verbinden. Und dieses Erlauben fällt uns alleine einfach nur mal schwer. Dieses sich total hinzugeben. Ja. Und wenn da ein zweiter Mensch ist, der seine Hände öffnet und einen trägt, das ist so viel wert. Und ich
habe einfach das Gefühl, dass du das ganz, ganz wunderbar machst. Und was auch noch für die analytischen Menschen vielleicht zu verstehen ist, dass es eben alles, was wir nicht kennen, liegt im Unbekannten. Und dieses Vertrauen ins Unbekannte zu finden alleine ist einfach ein bisschen beängstigend. Aber wenn ich mit der Ina arbeite und sie findet es im Unbekannten aber überhaupt nicht beängstigend, dann gibt sie mir die Hand dorthin. Und das ist einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und ich finde es toll, dass du dieses Geschenk auch machst zu diesem Preis. Das ist ein Geschenk für dich, an dich und für die anderen in diesem Moment. Und ich hoffe, dass sich ganz, ganz viele bei dir melden. Wer die E-Mail-Adresse, die wir dann auch noch posten, sag sie mal aber ganz kurz, Ina. Meine E-Mail-Adresse lautet ina.maria.pech, das wird P-A-E-C-H geschrieben, @gmail.com. Genau, und da dürft ihr euch dann gerne bei der Ina melden. Bis Weihnachten gilt das Angebot und ich kann es jedem empfehlen, das wirklich einfach nur mal zu erfahren. So eine Energiesitzung mit jemand anders, der wirklich weiß, was er macht. Ja, liebe Ina, ich danke dir. Ich bin mal gespannt auf das Feedback und magst du noch irgendwas sagen zum Abschluss? Ich freue mich. Ich freue mich sehr, wenn sich sehr, sehr viele Menschen melden und wenn ich meine Gaben und Talente einfach teilen darf. Ja, ich begleite furchtbar gerne Menschen und begleite sie gerne zum Kern ihrer Seele. Und es machen sich immer mehr Menschen auf. Und mir ist es einfach ein Anliegen, Teil dieser Bewegung zu sein und dazu beizutragen. Und das erfüllt mich unglaublich. So schön gesagt. Vielen Dank, liebe Ina. Tschüss. Ja, tschüss.